Trailer 3 zu Godzilla Kong The New Empire ist jetzt doch da und ich bin froh, dass es passiert ist. Wir können jetzt hier in diesem Video über so viele Sachen sprechen, über so viele Dinge, die ich die ganze Zeit für mich behalten musste, über Dinge, die ich die ganzen Videos über als Theorie tarnen musste und über die wir jetzt hier wirklich frei mit Bildbeweis sprechen können. Ja, der neue Trailer ist nicht offiziell als Trailer 3 gekennzeichnet, sondern als Exclusive Chinese Trailer. Ich habe euch den Link mal unten in die Beschreibung reingesetzt. Da könnt ihr euch den Trailer mal anschauen. Wir werden die ganze Nummer auf jeden Fall auch nochmal live auf Twitch komplett ausführlich analysieren. Deswegen schau auf jeden Fall mal auf Twitch vorbei. Kanal ist ebenfalls unten in der Beschreibung verlinkt. Und wir reden jetzt hier in diesem Video über Godzilla Kong, den Exclusive Chinese Trailer. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. So ihr Lieben, bevor wir jetzt loslegen, mal ganz kurze Sache, auch die euch hierbei betrifft. Das hier ist ein dritter Trailer. Das kann man als Trailer 3 betiteln. Ihr habt mir in letzter Zeit so viele Trailer zugeschickt über Instagram, hauptsächlich, wo ihr dazu geschrieben habt, hast du schon den dritten Trailer gesehen? Und dann gucke ich mir das Ganze an und denke mir, das ist kein dritter Trailer. Das ist so ein Promo-Trailer, der zum Teil einfach auch die ersten Filme nochmal zusammengeschnitten hat, um dann nochmal Sachen, die man aus Clips schon kannte, zum Ende mit rangepackt hat. Das ist kein richtiger dritter Trailer. Ich meine, Trailer 1 und Trailer 2 unterscheiden sich ja wirklich grundlegend von dem, was sie zeigen und eben auch von dem, was sie uns über die Story erklären. Dieser chinesische Trailer hier ist zwar nicht als Trailer 3 gekennzeichnet, aber er macht genau das, was ein dritter Trailer machen würde. Er zeigt uns einiges an neuen Szenen. Deswegen hier auch ganz klare Spoilerwarnung. Hier kommen wirklich jetzt Dinge ans Licht. Unter anderem, um das schon mal vorwegzunehmen, Trailer 3 zeigt uns das allererste Mal ein offizielles, komplett großes Bild von Shimo im Vergleich zu Kong. Und ich bin sehr gespannt auf die Leute, die geschrieben haben, oh Tobi, ich habe deine Sachen jetzt mal analysiert und habe mal geguckt, das ist irgendwie alles gar nicht richtig. Nach meinen Recherchen ist Shimo überhaupt nicht so groß. Jetzt bin ich mal sehr auf euren Senf dazu gespannt. Aber erstmal das Video fertig schauen, ganz wichtig. Ebenso erklärt der Trailer noch ein bisschen mehr über die eigentliche Geschichte und ich freue mich da wirklich unfassbar drüber. Ich kann jetzt hier auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Viele von euch, wahrscheinlich sogar die meisten, wissen ja, dass ich so ein bisschen Schwierigkeiten mit Warner hatte, die mir direkt 2 Strikes auf dem Kanal reingehauen haben aufgrund eines Videos, was ich halt aber auch dummerweise nach dem ersten Strike nochmal hochgeladen hatte. Es war zwar abgeändert, aber ich habe die falschen Sachen abgeändert. Und daraufhin war Warner Brothers tierisch angepisst gewesen auf mich. Und seitdem musste ich mich stark zurückhalten mit den Dingen, die ich über diesen Film weiß. Und jetzt kann ich sehr offiziell sagen, ich wusste so unfassbar viel mehr über diesen Film, als ihr euch das vorstellen könnt. Ich musste mich zum Teil so zusammenreißen auf eure Kommentare, die gesagt haben, na Tobi, ich glaub das nicht, weil ich habe irgendwo mal gesehen, nicht runterzuschreiben, Alter, es ist einfach falsch, ich weiß, was ich hier gesagt habe. Ich musste viele Dinge auch als Theorien tarnen, habe die dann auch noch mit anderen Theorien vermischt, dass da nicht irgendwie der Glaube aufkommen könnte, ey, ich habe da vielleicht schon mit jemandem gesprochen, der den Film möglicherweise auch schon vorab gesehen hat. Und ja, tatsächlich, auch wenn dann da Leute schreiben, also meine Recherchen haben was anderes ergeben, ich kann da wirklich sagen, ohne jetzt, dass es irgendwie arrogant klingt, ich glaube, inzwischen habe ich zumindest, was Godzilla angeht, Kontakte über Facebook geknüpft, die so nah an der Quelle dran sind, dass ich da, glaube ich, jeder Recherche im Internet überlegen bin. Wir schauen uns jetzt hier diesen Trailer mal an und ich gehe da mal ein bisschen darauf ein, was ich schon wusste und zu welchem Zeitpunkt. Und ey, wenn es immer noch Dinge gibt, die ihr mir nicht glaubt, wartet einfach ab, was dann im Film später passiert und da werdet ihr merken, oh, sehr viele Theorien vom Tobi sind ja wirklich richtig. Und wie gesagt, es sind nicht alle, weil ich da auch noch so ein paar mit einstreuen musste. Allerdings können wir jetzt über so ganz, ganz essentiell wichtige Sachen sprechen und wir gehen jetzt den dritten Trailer Schritt für Schritt durch. Letzte Spoilerwarnung vorbei und jetzt legen wir los. Okay, der Trailer beginnt erstmal mit Aufnahmen, die wir jetzt eigentlich schon zu häufig gesehen haben. Wir sehen erneut am Anfang des Trailers, scheint irgendwie auch so ein Ding zu sein wie früher bei Godzilla vs. Kong, der Satz "We need Kong". So ist jetzt hier das Ding, dass wir in jedem Trailer erstmal am Anfang sehen, wie Kong in der Wüste in Ägypten in Kairo aus dem Boden herauskommt und sich mit seiner großen Pranke an den Pyramiden hochzieht. Und das sehen wir jetzt auch hier allerdings wieder aus einem bisschen anderen Winkel. Dann bekommen wir nochmal einen Cut. Wir sehen, wie Godzilla
voller Zorn und voller Wut aus dem Wasser herausspringt und dann bekommen wir die ersten Inschriften von Warner Brothers eingeblendet. Wir sehen nun ebenfalls eine Szene, die wir auch schon aus dem anderen Trailer gekannt haben, nur diesmal aus einem etwas längeren Winkel. Wir sehen nämlich hier, wie die, ich nenne es mal die Raumkapsel der Menschen, durch die Hollow Earth durchfliegt und dabei noch so ein paar Saltos macht. Und da habe ich mir zum ersten Mal gedacht, okay, das ist so typisch Hollywood wieder, das ist, warum müssen die jetzt Saltos machen? Das ist, naja, ist auch vollkommen egal. Wir haben auf jeden Fall jetzt diese Szene hier. Und Rebecca Halls Charakter im Film sprach auch schon im Trailer 2 davon, dass die Titanen eigentlich die Wächter der Natur gewesen sind und die Kongs die Wächter der Menschen. Hier in dem Trailer jetzt wird da ein bisschen mehr drauf eingegangen. In diesem Trailer jetzt hier erfahren wir, dass es damals eine Harmonie und ein Gleichgewicht gegeben hat zwischen der Hohlerde und der Oberfläche der Erde. Und ja, tatsächlich ist jetzt hier die Theorie ebenfalls gefestigt, dass Kong oder dass die Kong-Spezies für die Hollow Earth zuständig gewesen ist, während die Titanen, unter anderem eben auch Godzilla, für die Oberfläche der Erde zuständig gewesen ist. Ebenfalls wird hier im Trailer eine weitere Theorie angerissen, zu der ich aber noch nicht mehr sagen kann, das wird nur mal so irgendwie nebenbei in die Richtung erwähnt, dass die Menschen, also wir, dass wir ursprünglich aus der Hollow Earth kommen und eigentlich nichts an der Oberfläche zu suchen hatten. Das heißt, der Krieg der Kaijus scheint wirklich etwas mit den Menschen zu tun zu haben. Unser Fehlverhalten hat dazu geführt, dass ein Krieg der Kaiju wirklich von sich gebrochen ist. Als nächstes bekommen wir dann eine Szene gezeigt, in der wir sehen, wie ein U-Boot sich dem im Wasser scheinbar eingefrorenen Godzilla nähert. Das ist allerdings eine andere Szene als die, die wir aus dem Trailer kennen. Hier ist Godzilla irgendwie auch so ein bisschen in Eis gehüllt, zumindest sieht so aus. Vielleicht schwimmt er auch einfach nur irgendwo in Alaska im Wasser rum und deswegen sieht es aus, als wäre er eingefroren. Auf jeden Fall scheint jetzt hier ein U-Boot Godzilla zu entdecken. Wir sehen, wie diese pinke Flamme ganz kurz aufflackert. Und dann bekommen wir einen weiteren Cut mit demselben U-Boot. Und dann sehen wir auf einmal, wie Godzilla mit dem blauen Atomic Breath an dem U-Boot vorbeischießt und dann der Strahl von Godzilla einmal so durch die Eisberge hindurchfeuert. Diese Szene habe ich allerdings auch schon mal gesehen mit einem lilanen Strahl, der aus dem Eis rausschießt. Und ich glaube tatsächlich, dass man uns hier in den Trailern zum Teil mit den Farben ein bisschen irreführen will. Ich glaube tatsächlich, dass im fertigen Film bestimmte Szenen, in denen wir im Trailer Godzilla Evolved gesehen haben, Godzilla eigentlich noch normal gewesen ist und eben andersrum. Also da gibt es inzwischen so einige Aufnahmen von, wo ich mir denke, das macht so relativ wenig Sinn, eben auch jetzt hier bei dieser einen Szene. Wir bekommen dann wieder den Shot, in welchem sich Kong nach hinten umdreht und dann eben ein gewaltiger Schatten über ihm drüber erscheint. Ich bin mir inzwischen sogar ziemlich sicher, dass das hier Shimo ist, denn auf Shimo kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen und wir haben endlich ein offizielles Bild bekommen von Shimo im Vergleich zu Kong und ihr könnt mir glauben, Alter, dieses Vieh ist unfassbar riesig. Wir switchen dann rüber zu einer Szene, von der wir zumindest bestimmte Parts schon kennen, in der wir diesmal aber sehen, wie Godzilla im Kolosseum in Rom aufwacht, sich dann eben langsam erhebt und dann sehen wir Skylla. Und ich habe mal gemeint, ey, meine Theorie ist ja, dass Skylla und Godzilla gegeneinander kämpfen und da haben ein paar von euch geschrieben, nein Tobi, die können nicht gegeneinander kämpfen, die haben sich doch voneinander verbeugt am Ende von King of the Monsters. Ich wusste, dass diese Kampfszene hier bereits im Film ist und die sehen wir jetzt eben auch hier, wie Kong gegen Skylla kämpft. Und warum die beiden kämpfen, das sehen wir jetzt hier im Trailer allerdings nicht und das wird auch nicht erklärt, aber wenn du meine Videos aufmerksam verfolgt hast, habe ich dazu auch schon mal eine Theorie gemacht, warum die beiden kämpfen und jetzt kann ich es dir sagen, die Theorie stimmt. Was hierbei interessant ist, ist Folgendes, dass wir nämlich auch schon sehen können, dass die Menschen Godzilla scheinbar beobachten. Wir sehen dann nämlich kurz darauf, wie Godzilla sich auch aus dem Kolosseum erhebt und dann ist da wie so eine Kameralinse scheinbar von so einer Drohne auf Godzilla gerichtet und wir sehen ja später auch im Trailer, also im zweiten Trailer haben wir das auch schon gesehen, wie so Drohnen auf Godzilla schießen. Und ich dachte mir damals, ey, das könnte auch einfach nur von Gia irgendwie so ein Flashback sein. Aber nein, es scheint wirklich der Fall zu sein, dass hier diese Drohnen gegen Godzilla kämpfen. Und vielleicht kann man es auch schon mal vorwegnehmen, Godzilla ist hier aggressiver als in allen anderen Filmen. Das kann ich vielleicht so schon mal sagen. Der Grund dafür, den lassen wir erstmal noch offen, aber das ist tatsächlich so, ja. Godzilla verhält sich hier wesentlich radikaler als in den anderen Monsterverse-Filmen. Dann bekommen wir jetzt das Ei von Mothra zu sehen und das geht sogar schon auf. Wie gesagt, der dritte Trailer haut jetzt dann doch einiges an Infos mehr raus und wir wissen jetzt auch, dass Mothras Auftritt im Film relativ früh sein wird. Das wird nicht erst am Ende des Films sein, sondern mehr so in der frühen Mitte, doch schon ein bisschen eher als eben gedacht und
Auch da habe ich schon ein Video dazu gemacht gehabt, eine Theorie, ob Mothra möglicherweise an einem bestimmten Zeitpunkt auftauchen könnte. Und ja, wenn ihr das Video gesehen habt, kann ich es jetzt hier ebenfalls bestätigen. Auch das ist offiziell richtig. Dann bekommen wir noch einen komplett neuen Shot und hier muss ich wirklich sagen, okay, da hätte man nicht drauf kommen können oder ich weiß auch nicht genau, was ich jetzt hier sehe. Denn dann sehen wir das Ding, das wir vorher für Mothras Ei gehalten haben. Quasi so eine riesige Wand, die voll mit Glibber ist und ab und zu auch mal so ein bisschen flackert. Und die geht dann irgendwie auch auf. Und da hat man sich dann schon gedacht, okay, haben wir jetzt hier wirklich zwei Mothras? Haben wir jetzt hier also noch so ein Ei, das sich gerade öffnet? Und nee, weil wir sehen, wie sich dieses Ei oder diese Wand öffnet. Und dann läuft da Kong einfach durch und gelangt allerdings dadurch vom Mittelpunkt der Erde in irgendeine, ja, schon fast dschungelartige Landschaft. Es kann jetzt hier wirklich einfach ein Portal sein, das dann auch Kong zurück nach Skull Island führt, dass wir da noch irgendwie eine Geschichte bekommen. Oder ist es ein Portal, das Kong in die Vergangenheit führt und da eben zeigt, was damals passiert ist. Aber es scheint hier wirklich so zu sein, dass die Menschen in der Hohlerde irgendwie eine Art von Portal öffnen können. Und ich meine, vielleicht ist es auch einfach nur ein anderer Shot auf Mothras Ei gelegt und das ist trotzdem immer noch Mothra, die sich öffnet. Ihr werdet es aber hier gerade sehen. Ich werde euch ja alle Clips und alle Bilder dazu eingefügt haben. Da könnt ihr das Ganze mal selber beurteilen und mir mal in die Kommentare unten reinschreiben, wie ihr das Ganze jetzt hier identifizieren würdet. Wir bekommen den Kampf zwischen Scar King und Kong jetzt nochmal zu sehen und es ist sehr interessant. An sich zeigt uns diese Szene gar nicht mal mehr so viel, aber doch genug, um jetzt eine bestimmte Theorie ebenfalls weiter zu festigen. Wir haben uns ja nach dem zweiten Trailer alle gedacht, dass Scar King schwächer sein muss als Kong. Denn ansonsten würde ein Scar King ja nicht einen Shimo oder eine Shimo mit dazu holen, die er aber dann offensichtlich gegen Kong antritt. In dem Trailer jetzt hier sehen wir allerdings, dass Scar King Kong mit der Peitsche von hinten packt und ihn quasi am Hals wirkt. Und es scheint wirklich so zu sein, dass dieser Kampf damit hier beendet wäre. Das heißt, auch diese Theorie, dass Scar King diesen Tempel, diesen Altar, diese Arena für Opfergaben an Shimo benutzt hat, weil auch Shimo fressen muss, auch das scheint immer wahrscheinlicher zu sein. Dazu kann ich aber auch sagen, das weiß ich wirklich noch nicht definitiv, aber es scheint wirklich darauf hinauszulaufen, dass das hier eben einfach eine gewaltige Hinrichtung von verschiedenen Kongs für Shimo sein wird. Es könnte eine ganz krasse Szene im Film werden, die wir vielleicht alle so überhaupt nicht kommen sehen. Und dann sehen wir ihn endlich zum allerersten Mal in seiner kompletten Pracht, in seiner vollen Form, in seiner gewaltigen Größe. Shimo steht Kong gegenüber und ich habe euch damals von Bildern erzählt, die geleakt wurden, die ich auch dann zum Teil bei mir auf Instagram in den Stories gepostet hatte. Und dieses Bild hier war eins davon, wo ich euch das Bild mehr oder weniger beschrieben habe, dass Shimo quasi mit vier verschiedenen peitschenähnlichen Gestellen, also die Dinge sehen so aus wie Scar Kings Peitsche, am Hals gefangen genommen wird. Und ich kann euch jetzt auch hiermit offiziell bestätigen, ja, Scar Kings Peitsche kann tatsächlich Shimo kontrollieren, beziehungsweise Shimo bändigen. Das trifft's eher. Er hat auf jeden Fall die Kontrolle über Shimo aufgrund der Peitsche, die er hat und eben aufgrund des Kristalls, der in der Peitsche verarbeitet ist. Und jetzt kommt hier der Knaller. Ich wusste dieses Detail tatsächlich schon, bevor der zweite Trailer offiziell wurde. Es war unfassbar, über so Sachen nicht zu quatschen. Jetzt können wir es endlich machen, weil auch der Trailer zeigt uns dann später eine Szene, die darauf hindeutet. Und auch da hat sich Warner Brothers schon dazu geäußert. Das kann man jetzt einfach sagen. Ja, Scar King kann Shimo damit bändigen, zähmen und hat ihn eben aufgrund dessen, dass er eben diese Peitsche besitzt, unter Kontrolle. Mitunter war das einer der Dinge gewesen, weshalb ich einen der Strikes bekommen hatte, eben weil ich das Detail schon wusste und ein Bild gepostet hatte, das eben auch genau das zeigt, wie Shimo unter die Kontrolle von Scar King gerät. Das war natürlich ein Bild, das ich so hätte nicht posten dürfen. Und da habe ich mich ja auch schon wirklich ausführlich dafür entschuldigt, ob es jemals gesehen wurde von Warner, wahrscheinlich eher nicht. Und natürlich ist das auch den beiden lieben Herren, die ich als meine Quellen hernehme, nicht entgangen. Und die haben mich auch daraufhin angesprochen und haben mir gesagt, Tobi, du musst, wenn du über so Sachen redest, wirklich aufpassen. Tarn es als Theorien, mach das irgendwie so und so, versuch das so und so zu machen. Das habe ich eben auch getan. Und es war wirklich zum Teil schwer, nicht zu sagen, ey, das ist wirklich jetzt so. Das ist,
Ja, okay, jetzt wissen wir es auf jeden Fall auch. Scar Kings Peitsche hat Shimo unter Kontrolle. Wie genau dieser Kristall allerdings funktioniert, der in der Peitsche eingeflochten ist, das weiß ich selber noch nicht. Ich kann auf jeden Fall so viel sagen, dass die Kristalle generell, die wir auch in den Trailern gesehen haben, eben eine Rolle dabei spielen, Shimo unter Kontrolle zu halten. Und schauen wir uns hier mal ganz kurz die Größe an von Shimo. Der ist, also alleine von der Höhe, ist der so um Welten größer als Kong. Und schauen wir uns da mal die Differenz an von Godzilla und von Kong. Ja, dass Shimo doppelt so groß ist wie Godzilla, das trifft definitiv zu. Wer es mir immer noch nicht glaubt, er wartet einfach ab, bis der Film rauskommt. Das wird sehr, sehr offensichtlich, wenn das Tier wirklich das erste Mal dann auch gerade in der Stadt auftaucht. Das wird eine ziemlich krasse Szene werden. Dann bekommen wir eine neue Szene von Godzilla und das ist quasi eine Szene, die daran anschließt, als Godzilla im Trailer 2 durch diesen Fluss durchgeschwommen ist, wo ich auch schon gemeint habe, ey, dem ist das alles irgendwie so scheißegal, der macht einfach alles platt und die Szene geht danach ebenfalls noch weiter. Und zwar schwimmt Godzilla in diesem Fluss durch und dann kommt er aber irgendwann an Land. Und dann springt er eben einfach an Land und mit seinem massigen Körper einfach auf so eine Menschenmasse drauf und naja, die sind dann eben einfach alle tot. Wie gesagt, Godzilla ist in dem Film definitiv hundertprozentig aggressiver und sagen wir vielleicht einfach mal nervöser als in allen anderen Filmen. Es wird auf jeden Fall erklärt, warum das so ist. Dann bekommen wir die Szene, die wir ebenfalls schon kannten, in welcher Scar King gegen Kong und Godzilla kämpft, eben in Rio selber und der Kampf scheint sich tatsächlich von der Hohlerde unten bis nach oben an die Oberfläche zu ziehen, denn wir sehen danach sogar erneut die Szene, in der Godzilla und Kong so rennen, über die sich viele lustig gemacht haben, weil Godzilla da so ein bisschen aussieht wie ein Rancor auf Steroiden. Und die Szene haben wir jetzt ja schon mal in einem anderen Trailer gesehen, wie das Ganze weitergeht, nämlich reitet dann Kong auf Godzilla, er springt quasi auf ihn drauf, hält sich so an den Schuppen fest und jetzt sehen wir hier in dem Trailer, dass die beiden dann direkt auf Shimo und Scar King zureiten. Diesen dämlichen Spruch, den ich gebracht habe, von wegen, stellt euch mal vor, Scar King würde auf Shimo reiten und Kong auf Godzilla und dann knallen die so gegeneinander. Leute, das ist so, das passiert im Film, das, ey, wirklich, ich habe mir so viel Mühe dabei gegeben, das nicht offensichtlich rauszuhauen, jetzt sehen wir es aber auch hier im Trailer, diese dumme, trashige Idee, die ist tatsächlich offiziell bestätigt, das werden wir so im Film sehen. Ein Kong, der auf Godzilla reitet, trifft auf einen Scar King, der auf einem Shimo reitet und dann gibt es eben so einen Clash in der Hollow Earth und dann es wird auf jeden Fall ein Fest werden. Und dann bekommen wir das Übliche eben noch zu sehen. Kong schlägt Scar King auch noch einen Zahn aus, weil Scar King hat Kong einen Zahn ausgeschlagen, als die beiden zum allerersten Mal gekämpft haben. Und dann ist der Trailer ebenfalls zu Ende. Und ey, wer jetzt in die Kommentare unten reinschreibt, Alter, hast du mir gerade ernsthaft den ganzen Film gespoilert? Da muss ich dazu sagen, nein, tatsächlich nicht. Es gibt einige Sachen, die ihr immer noch nicht wisst. Da freue ich mich schon auf den Livestream drauf, auf unseren großen Live-Talk. Wo ich auch noch ein, zwei Gäste mit einladen werde. Da werde ich dann mal wirklich aus dem Nähkästchen plaudern, was ich schon alles über diesen Film weiß. Und vielleicht wird dann der ein oder andere sogar sagen, ey, und das hast du alles für dich behalten? Und ich muss wirklich sagen, ja, ihr wisst noch relativ wichtige Aspekte vom Film nicht. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und in diesem Sinne, ja, ihr Lieben, bin ich jetzt raus mit dem Video für heute. Es wird noch ein weiteres Theorienvideo auch zu Godzilla Kong geben. Ihr habt euch ja gewünscht, dass es dann noch ein bisschen weitergeht, aber was die Trailer angeht, da werden wir den hier auf Twitch nochmal wirklich haarklein auseinandernehmen und ich werde gerade auf Twitch noch ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern können. Deswegen schaut auf jeden Fall auf Twitch vorbei. Ansonsten, denke ich mal, bekommen wir jetzt keinen großen Trailer mehr geliefert. Das war's jetzt erstmal und wir freuen uns alle auf den Film und sind eben gespannt, wo hatte der Tobi recht und wo nicht? Und ich denke mal, ihr werdet überrascht sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.